Dank der Recherchen einer großen Tageszeitung wissen wir inzwischen, dass Sie, Herr Lederer, gelogen haben. Dass Ihr Kalender etwas anderes aussagt als Sie. Dass Sie von Anfang an nicht nur informiert waren, sondern mitgewirkt haben und, ich zitiere Akten, am strategischen Vorgehen gegen Herrn Knabe. Und jetzt erzählen Sie uns in der letzten Parlamentssitzung etwas von Gedächtnislücken? Herr Lederer, das war eine Falschaussage mit Vorsatz und die ist strafbar. Aber es geht noch dreister. Ich habe im Namen der Fraktion einen umfangreichen Fragenkatalog zu den politischen und auch zu den strafrechtlichen Konsequenzen dieses Vorfalls ausgearbeitet. Und was antworten Sie dem Parlament? Ich habe es mal ausgedruckt. Das. Nicht eine Frage wurde beantwortet. Nicht eine. Und Sie sagen, Sie täten das aus Respekt vor dem Untersuchungsausschuss nicht. Das ist eine Unverschämtheit, eine Dreistigkeit, wie Sie hier das Parlament grob missachten und dass Sie ernsthaft als Spitzenkandidat Ihrer Partei ins Rote Rathaus einziehen wollen, das ist die nächste Schande.